Hallo und herzlich willkommen hier bei der ersten Folge des Infobase Newsflash. Und heute haben wir bereits sehr viele spannende Themen für euch, wie zum Beispiel die Mythologie hinter Siva oder die mögliche Rückkehr der Trials of Osiris. Schaut euch diese Folge an, um mehr zu erfahren, und jetzt viel Spaß mit der ersten Sendung. Bevor wir mit den News starten, möchten wir euch nochmal an die wöchentlichen Herausforderungen erinnern, die ihr noch bis Dienstag erfüllen könnt. Zum einen haben wir die Dämmerung Strikes, Terminus der Einsicht, See der Schatten und Exodus Absturz, in dem ihr euer Können beweisen könnt, und als wöchentliche Herausforderung auf 100.000 Teampunkte kommen könnt. Schafft ihr das? Na, das wollen wir doch mal sehen. Haltet euch ran. Außerdem könnt ihr 3 Vorhut-Strikes erfüllen und den guten Shax besuchen, um in 5 Schmelztiegel-Matches euer Können zu beweisen. Am Ende wartet ein mächtiges Engramm auf euch. Freuen würde sich sicherlich auch der Vagabund, wenn ihr seine 3 Gambit-Matches abschließt und dementsprechend belohnt werdet. Und auch die gute Petra Wench möchte in der träumenden Stadt nicht ganz alleine leben und wird euch nach dem Erfüllen von 2 wöchentlichen Beutezügen reichlich entlohnen. Bis Dienstag habt ihr Zeit, also legt nochmal richtig los. Unsere liebe Redakteurin Annette hat eine Art Artikelserie gestartet. Dort schaut sie sich immer wieder die verschiedenen Dinge, Gegenstände oder eben Personen an in Destiny und schaut, was für eine Mythologie hinter all diesen Sachen in diesem großen Universum denn steckt. Im neuen Beitrag geht es eben um Siva. Wir wissen, Siva, die Technologie, die die Gefallenen korrumpierte. Die Technologie, die von der Bray-Familie erschaffen wurde. Doch alles wissen wir längst nicht von Siva. Eher im Gegenteil, es gibt viele, viele Geheimnisse um diese ganze Technik. Und wir wurden ja das allererste Mal in der Erweiterung Rise of Iron damit kontaktiert. Aber es steckt eben auch eine gewisse Mythologie dahinter. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Siva eine der Hauptgöttinnen aus dem westslawischen Stamm ist? Nicht? Dann unbedingt in die Beschreibung schauen und Annettes wunderbaren Artikel abchecken. Das letzte Wort. Eine Waffe, die wohl ziemlich viele lieben gelernt haben sollten innerhalb des Destiny-Universums. Mittlerweile ist ja seit einiger Zeit bekannt, dass wir in einer exotischen Quest eben genau diese heiß ersehnte Handfeuerwaffe wiedererlangen können. Unser Destiny-YouTuber Anima, der hat sich im Internet jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und ist auf 10 Schritte gestoßen, die wahrscheinlich mit der Quest und demzufolge auch mit dem Erlangen vom letzten Wort zusammenhängen. Ich werde euch nun einen kleinen Ausschnitt aus seinem Video zeigen und in der Infokarte findet ihr bei Interesse das vollkommene Video auf seinem Kanal. Servus und herzlich willkommen zurück. Vor kurzem berichtete ich von der möglichen Questschritten zur exotischen Handfeuerwaffe Das letzte Wort. Doch der Redditor Jinsor hat ein paar Details veröffentlicht, die die Quest in ein anderes Licht rücken lässt. Zudem gibt es interessante Details zu den Perks, Stats und Lore der Handfeuerwaffe. Wer sich also nicht spoilern lassen möchte, der schaltet am besten jetzt ab. Wer sich das Ganze antun möchte, der bleibt dran. Wer bis dahin noch nicht abgeschaltet hat, der will auf jeden Fall Bescheid wissen. Und los geht's. Laut Jinsor soll die Quest für das letzte Wort aus 10 Schritten bestehen. So sollen auch der Vagabund und die Schar eine große Rolle in den Schritten spielen. Worum es sich hierbei handelt... Doch dies ist längst nicht das Einzige, was zurückzukehren scheint. Denn es sieht so aus, als könnten die Trials of Osiris ihre Wiederkehr feiern.
wie das Ganze sein kann. Nun, schauen wir mal ein bisschen zurück. Wir hatten die Prüfungen der Neuen, die ab Forsaken auf Eis gelegt wurden. Was damit passiert, das wusste keiner. Wir wussten letztendlich nicht, wie die Zukunft der Prüfungen der Neuen aussieht und wie sie zurückkommen werden. Reddit gibt jetzt etwas mehr Aufschluss, denn ein findiger User berichtete dort davon, dass in den Datenbanksätzen von Destiny sehr wohl Hinweise auf die Trials of Osiris zu finden sind. Jawohl, nicht mehr die Prüfungen der Neuen, sondern die Trials of Osiris. So sollen sich einige Bilder und ganze Textabschnitte bereits jetzt im Spiel befinden. Und das wäre ja nicht so, wenn diese nicht benutzt werden würden. Die Texte lesen sich wie folgt. Richtig. Nun, ich fürchte, mit dieser Einstellung kommst du nicht weit. Hearthstone ist dieser Trials of Osiris-Quatsch egal. Oder aber auch, gute Arbeit, Hüter. Du hast es bis zum Ende der Trials of Osiris geschafft. Nur die besten Teams schaffen es soweit. Was meint ihr dazu? Könnten die Trials of Osiris tatsächlich ihre Wiederkehr feiern? Würdet ihr euch darüber freuen? Wie müssten diese aussehen, damit ihr euch darüber freuen würdet? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare. Auch beim letzten Thema würden wir uns sehr freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren betätigt. Denn Bungie bittet um Feedback und das gleich bei zwei Sachen. Zum einen geht es um Gambit. Bungie möchte wissen, was eure Erfahrungen mit Gambit sind und was ihr da draußen so mit diesem Spielmodus erlebt habt und was vielleicht auch eure Kritik speziell am Gambit-Modus ist. Also haut fleißig in die Tasten und haut vor allen Dingen eure aktuelle Meinung zu Gambit heraus. Das ist allerdings nicht das Einzige. Denn einige werden es wissen, im kompetitiven PvP gibt es den Ruhmrang. Und das Matchmaking dort war nicht immer fair. Das heißt, Spieler mit vergleichsweise hohem Ruhmrang wurden mit Spielern niedrigen Ruhmranges gematcht. Und dadurch kam es ganz einfach auch zu unfairen Partien, das muss man so sagen. Daran hat Bungie jetzt gearbeitet und zu diesem Fall soll es weniger kommen. Das Matchmaking richtet sich nach dem Ruhmrang und soll dementsprechend im kompetitiven Bereich auch fairer werden. Das bringt allerdings auch längere Wartezeiten mit sich. Das Matchmaking funktioniert nicht mehr ganz so schnell und Bungie möchte wissen, wie es bei euch aussieht, welche Probleme treten aktuell auf und ob diese Änderung, dieses Update auch so funktioniert, wie sie sich das erhoffen. Lasst also auch dazu eure Meinung in den Kommentaren da und alle nötigen Links findet ihr in der Beschreibung. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr bei euch, denn das war die erste Ausgabe des Infobase Newsflash. Eure Meinung und euer Feedback und gerne auch Kritik ist jetzt natürlich in den Kommentaren gefragt. Das heißt, schreibt uns, was ihr zu dieser Sendung denkt, was ihr fühlt und gebt uns gerne auch Verbesserungsvorschläge für die Zukunft, denn nur so kann es auch besser werden. Wir wollen diese Sendung zusammen mit euch tatsächlich auch entwickeln und daher ist das ein sehr wichtiger Aspekt für uns. Bis dahin bleibt mir nur eines zu sagen, liebe Hüter. Vom Team der Infobase wünschen wir guten Loot im Licht des Reisenden.